Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Let's Play Far Cry New Dawn. Ja, beim letzten Mal haben wir hier angefangen und haben in dieser... Das Fangzentrum. Expedition Stufe 2 für Schnellreise benötigt. 5 von 10 Sachen haben wir hier. Gibt's hier zu entdecken oder wie? Oder zu finden? Dann gucken wir doch gerade mal nach. Vielleicht liegt hier ja noch irgendwo irgendwas rum. Ja, beim letzten Mal haben wir hier gegen einen Bären gekämpft und so. Und jetzt, dieses Mal, werden wir... aller Voraussicht nach zu diesem Fuzzi hier fahren. Jetzt mal auf meinen Ohren ein bisschen lassen. Wenn wir zu diesem Dude hier fahren. Oh, hallo? Hier spricht Bean, der Gründer von Wikibenia. Ich könnte Hilfe gebrauchen, um etwas Wichtiges, also etwas richtig Wichtiges wiederzubekommen. Ist da wer? Gut, ich leg es auf. Dem werden wir natürlich helfen. Und dann haben wir, ich glaube, wenn wir die Mission von ihm gemacht haben, sind wir an der Grenze, so was ich bisher gespielt habe von dem Game. Also ab dann wird's blind. Das, ja. Ach, guck an, da drüben. Nice. Ja, dann markieren wir uns den Fuzzi mal. Und da würde ich sagen, ab durch die Prärie hier. Mikrofon noch ein bisschen nachjustieren. So. Ich weiß, dass die so ziemlich alles aushalten können. Ach stimmt, wir haben ja Carmina dabei. Hier drüben sieht es schon gar nicht mehr so nuklear aus. Gut, da hinten ist halt viel totes Zeug. Ich werde nie darüber hinwegkommen, dass der Leutnant mich vergisst. Ich kann jetzt nur mein Bestes geben, um zu helfen. So, das ist bestimmt irgendwo hier. Wikibenia. Hier gibt es 3 Tesafilmrollen. Okay, schauen wir mal. Oh, vielleicht hätte ich ihn damals nicht Bixunfall nennen sollen. Was? Je weiter wir Prozente ausbauen, desto größer werden unsere Chancen, das alles zu überleben. Panzertape. Nice. Was mache ich nur? Was mache ich nur? Bitte hilf mir. Es wird sich für dich lohnen. Versprochen. Puh, Gott sei Dank, das ist echt nett. Ich bin Bean, der Schöpfer von Wikibenia, der Laden deines Vertrauens für Karten und Infos. Wikibenia, alles, was du wissen musst. Das Problem ist, Wikibenia ist in Gefahr. Alle wichtigen Daten sind weg. Alle Karten, Infos, einfach alles. Und jetzt fehlt auch noch mein Businessplan. Aber ich weiß, wer mich in die Pfanne gehauen hat. Richard, mein Angestellter. Der Kerl ist spielsüchtig und lässt sich regelmäßig von diesen Highwaymen abziehen. Er hat ihn bestimmt irgendwo versteckt, damit sie ihm den nicht sofort abnehmen. Die sind nicht besonders nett oder respektvoll. Wir sind nicht weit weg von dem Ort, wo er immer zockt. Wenn du ihn erschreckst, rennt er mit Sicherheit schnurstracks zu seinem Versteck. Und du weißt ja, meine Knie und meine Lunge und die Augen. Naja, egal. Bitte hol meinen Businessplan zurück. Wenn du mir jetzt den Rücken wäschst, wasche ich dir später dein. Großes Wikibenia-Ehrenwort.
Okay. Mom tut ihr Bestes, aber sie kann Prosperity nicht allein aufbauen. Wir müssen ihr zur Seite stehen. Begib dich zur Farm. Das machen wir. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass wir nicht ihm geholfen, also dass ich nicht ihm geholfen habe beim letzten Mal Privatspielen, sondern dass ich Grace geholfen habe. Weil ich meine mich zu erinnern, dass sie irgendwie langsam blind wird oder so. Und aber als Scharfschützen ist das halt kacke. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich meine, da klingelt was. Von dem her ist das, was wir jetzt machen, auch schon so ein bisschen blind. Wir müssen aufeinander aufpassen. Jetzt mehr denn je. Was gibt's hier? Wilder Hund. Die Zockerfarm. Ich glaube, ich habe Richard noch nicht gefunden, aber ich glaube, ich habe ihn schon gehört. Einige Tiere tragen Beutel in ihren Bau. Ah, okay. Folge ihnen, um dort mehr Gegenstände zu erbeuten. Okay, ja, ich habe meine Klamotten beim Kartenspielen verloren. Ha, ha, ha. Ich habe ein Problem, okay? Ich wusste ja nicht, dass es so schlimm wird. Ich war einer von Beans Speern und ich dachte, wo die Highwaymen doch so viel herumkommen, wären sie eine gute Informationsquelle. Sie sagten, wir spielen darum. Und auf einmal hatte ich Beans ganzen Krempel verloren. Das Einzige, was ich denen noch anbieten konnte, waren meine Klamotten und Beans Businessplan. Der Plan ist in meinem Geheimversteck, in einem kleinen Bunker hinter dem Hügel da. Ich schwöre, ich zocke nie wieder. Oder habe ich das auch schon gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Prosperity helfen dir so gut sie können. Wir werden dich nicht enttäuschen.
Hallo? Oh Gott, so klingt meine Stimme. Over. Moment, nicht over. Ich wollte sagen, dass ich umziehen musste. Aber ich schätze, ich bin jetzt näher an dem Ort, an dem du vermutlich bist. Geh nach, Süden, glaube ich. Du findest mich schon, ganz bestimmt. Lieber Herr Richard, Glückwunsch. Ihre Bewerbung bei Wikibinia ist akzeptiert worden. Sie sind der allererste Späher und das ist eine Ehre. Bezahlung wird eine Mahlzeit pro Tag sein, anzurechnen auf eventuell akkumulierte Ressourcenwerte. Denken Sie daran, dass Sie mir helfen, den Traum zu verwirklichen, von dem mein Papa immer geredet hat. Ihr Beitrag zu dieser Firma ist unermesslich. Danke, seien Sie stolz auf sich und denken Sie daran, hier bei Wikibinia waschen wir uns gegenseitig den Rücken. Hochachtungsvoll Bienen. Ist es nicht schön, jemanden zu haben, der einem den Rücken wäscht? Ich weiß nicht, was das Symbol da rechts ist, aber ich versuch's erstmal nicht rauszufinden. Bradbury Wald. Hallo! Oh, hallo! Ich würde ja klatschen vor Freude, aber Papa hat immer gesagt, das machen nur Babys und Clowns und ich bin beides nicht. Weißt du noch, wie ich sagte, ich wasche dir den Rücken? Tja, ich mache jetzt meine Wikibinia-Hauptfiliale in Prosperity auf. Meine Späher sammeln Infos und ich krieg wieder neue Karten und, naja, du wirst schon sehen. Mit diesem Businessplan wird Wikibinia international. So wie Papa meinte, wie es früher war. Alle werden uns helfen und spenden. Das wird super. Wir sehen uns bald in Prosperity, ja? Ja, ich kann's kaum erwarten. Dann mach's gut. Bis bald. So, als nächstes gehen wir mal zurück nach Prosperity und gucken uns an, was es da so verschiedene Sachen gibt, was wir alles ausbauen können. Da werfen wir jetzt mal einen Blick drauf. Jetzt haben dich die Zwillinge auf dem Schirm. Sorry. Wir sind Pastor Jerome und Ramon einiges schuldig. Die haben Leute von den Highwaymen zurückgeholt. Wenn ich so drüber nachdenke, wären du und Jerome das perfekte Team. Er war zuletzt beim alten Silo. Schau dich mal da um. Oh, Pastor Jerome. Schön, dass es ihn noch gibt. So, Werkbank. Nächste Stufe. Ah, okay, das Ethanol. Und das bekommen wir, wenn wir diese Grenzposten freiräumen, ne? Okay. Oder diese Außenposten. Okay, weißt du was? Dann arbeiten wir uns jetzt mal vor zu Pastor Jerome und dann weiter zu Grace. Und dann haben wir ja hier die. Ne, die. Weapons. Waffen des Rangs 1 herstellen. Ah, Rang 2 sind dann schon so krasse Sachen.
Kann ich die herstellen? Ja. So. Beute eintauschen. Kampfvorräte. Okay. So, jetzt pass mal noch auf. Ich kann mir hier ja sicher noch irgendwie taktisches Fernglas. Okay. Das wäre gar nicht schlecht. Ah, ich habe einen verfügbaren Punkt, okay. Na gut. Prosperity Stufe 1. Okay, das ist die Basis. Einrichtung können. Mhm. Voraussetzung für Verbesserungen: ein Spezialist retten, Thomas Rush und noch drei Ausstattungsverbesserungen. Also, wenn wir drei von den Sachen verbessern, Rush retten und noch einen Spezialisten retten, können wir hier upgraden. Und für den ganzen anderen Scheiß brauchen wir dieses Ethanol. Okay. Also, dann. Wie gesagt, gehen wir jetzt erst zu Pastor Jerome und dann zu Grace. Nehme ich an und dann gucken wir mal, was hier so an Ethanol zu finden ist. So, einmal nach draußen bitte. Halt die Augen nach Sperren offen. Die wissen, was in Hope County los ist. Egal ob Außenposten. Ah, das alles erst ab Rang 2. Vergrabene Schätze oder neue Verbündete. Wenn Sie etwas Interessantes entdecken, markieren Sie den Ort auf deiner Karte. Die kommt nach, okay. Wir folgen einfach der Straße und dann querfeldein. Jetzt habe ich die Markierung gelöscht. So. Oh. Hallo, nein? Oh Mann, das war krass. Und ich habe kein Medipack mehr. Hab schon Schlimmeres erlebt. Ich
Die schwimmt. So, wir gehen hier erstmal schön querfeldein. Und bewundern ein bisschen die Natur. Mit all ihren seltsamen Geräuschen und Farben. Ah, die sind cool. Wir beten für die armen Seelen des Unglücks. Seid ihr Waldläufer oder so? Gepriesen sei der Vater. Gepriesen sei der Vater. Das hier sind diese New Eden-Fuzzis. Die ohne Elektrizität und so leben. Ah. Dafür muss ich meinem Schutzengel danken. Fabrik. Halte alle Gefangenentransporter auf, die du siehst, und befreie die Geiseln. In diesem Kampf wird einfach jeder gebraucht. Zu glauben, dass du diesen Kampf überlebt hast. Was soll das? Das hat mir einiges beigebracht. Da hätte ich fast erwischt. Die Highwaymen reparieren ihre Karren in den Ruinen von Falls End. Das würde unsere Position in der Gegend stärken. Außerdem kann Prosperity immer Ethanol gebrauchen. Hier. Der erste Außenposten. Das war Falls End, ja. Okay. Blindvieh macht auch Mist. Okay.